Ist Laris der neue Varys? Ist Harwin ein echter Anwärter auf die Hand von Rhaenyra? Während House of the Dragon immer schneller voranschreitet, findet ihr hier ein paar Dinge, die ihr in Episode 3 vielleicht verpasst habt. Während Daemon, Corlys und ihre Truppen sich mit dem Krabbenspeiser auseinandersetzen, diskutiert der Landadel von Königsmund die Angelegenheit zunächst im Schloss, bei einem Schweinebraten vor der Reise, dann im Königswald vor der Jagd, während sich das Lager versammelt. Die Damen einiger der großen Häuser der sieben Königslande sind im Hauptzelt versammelt und als Rhaenyra sich mitten im Gespräch zu ihnen gesellt, tratschen sie über eine gewisse Lady Joanna Swan, die von einem der Schiffe, die durch die Trittsteine segeln, entführt wurde. What will happen to Lady Joanna? She's to be sold to a pillow house in the Free Cities, if you believe the rumors. Für diejenigen, die das Buch auf dem House of the Dragon basiert nicht kennen, mag dies wie ein Fülldialog erscheinen. Lady Joanna Swan wird jedoch in Feuer und Blut ausdrücklich erwähnt. Im Text werden die Menschen in den sieben Königreichen durch die Besetzung der Trittsteine durch die Triarchie zunehmend beunruhigt, weil der Krabbenspeiser nicht nur ihre Waren und Münzen stiehlt, sondern auch ihre Frauen und Kinder in die Freudenhäuser verschleppt. In Lady Joannas Fall weigert sich ihr geiziger Onkel, der Lord von Stonehelm, die Maut zu zahlen und so nahmen sie stattdessen seine Nichte mit. Martin schreibt: Joanna stieg zur gefeierten Kurtisane auf, die als Schwarzer Schwan bekannt war, und zur Herrscherin von Lys, wenn auch nur dem Namen nach. In Feuer und Blut wird dieser Aufstieg nicht näher erläutert, da er nicht mit der zentralen Targaryen-Erzählung verknüpft ist. Neben den Targaryens, Velaryons und Hightowers sind an den Palastintrigen in House of the Dragon noch einige andere hochrangige Familien beteiligt, mit denen Game of Thrones-Fans bereits vertraut sein werden. Die Lannisters und die Strongs. Sir Tyland Lannister dient in Corlys Abwesenheit als Schiffskapitän, während sein Zwillingsbruder Sir Jason Lannister Casterly Rock besetzt und um die Hand von Rhaenyra anhält. Lord Lionel Strong ist derzeit der Herrscher von Harrenhal und der Gesetzeshüter des Königs. Seine beiden Söhne, Harwin und Laris, haben in Episode 3 kurze Auftritte. Zu Harwin gleich mehr, aber Laris ist der junge Mann, der sich den Damen anschließt, nachdem er selbst ironisch erklärt hat, dass die Götter ihn nicht für die Jagd geschaffen haben. Die Kamera konzentriert sich auf den seltsamen Stiefel, den er um seinen missgebildeten Fuß trägt. In Feuer und Blut wird Laris manchmal auch als Klumpfuß bezeichnet. Er humpelt und gilt als ruhiger Mann, dessen Absichten schwer zu entschlüsseln sind. Laris sitzt nicht nur mit den Damen zusammen, um sich von anstrengenden Aktivitäten fernzuhalten. Er ist ein Varys-ähnlicher Charakter mit einem Talent dafür, im Hintergrund zu verschwinden und wertvolle Informationen aufzuschnappen. In Episode 3 stellen sich zwei Fragen, die eng miteinander verknüpft sind. Wird König Viserys beschließen, Aegon II. Zu seinem Erben zu ernennen und nicht Rhaenyra, und wen wird die Prinzessin heiraten? Ausgehend von seinen Bemerkungen gegenüber seiner Tochter in der Kutsche und seinem Gesichtsausdruck, als Sir Jason Lannister seine Tochter ansieht, scheint Viserys vor der Jagd eine informelle Vereinbarung getroffen zu haben. Aber abgesehen davon, dass Jason die Prinzessin nicht gerade umwirbt und sich beim König einschmeichelt, hat er Konkurrenz bekommen. Viserys beschwert sich, dass er in Heiratsanträgen ertrinkt. Bisher hat die Serie Rhaenyra 6 mögliche Bewerber genannt. Neben Jason, der seine Chancen mit seinen verräterischen Vermutungen zunichte macht, schlägt Otto Hohenturm den zweijährigen Aegon II. Vor, was selbst der König eklig findet. Unterdessen schlägt Lionel Strong vor, dass Laenor Velaryon die weiseste Wahl ist. Aber es ist offensichtlich, dass Rhaenyra die Gesellschaft von Sir Criston Cole vorzieht. Sie schafft Gelegenheiten, um mit ihm allein zu sein, und die Prinzessin und ihr eingeschworener Beschützer flirten ganz offen miteinander. Auf eine sehr Game of Thrones typische Weise. You want me to kill him? Die Zuschauer haben vielleicht auch die romantischen Spannungen zwischen Rhaenyra und ihrem Onkel Daemon mitbekommen und auch die Damen am Hof wissen um die gegenseitige Zuneigung der beiden. Aber es gibt noch einen weiteren Mitspieler im Spiel um Rhaenyras Herz. Als Lionel Strong fragt, ob der König seine Meinung hören möchte, ahnt Viserys, dass er seinen älteren Sohn Harwin, den stärksten Ritter der sieben Königslande, vorschlagen will. Harwin ist der Mann, der den braunen Hirsch gefangen hat und der Mann, mit dem Rhaenyra einen Blick austauscht, während er dessen Fleisch verarbeitet. Sir Otto Hohenturm ist es gelungen, seine Tochter zur Königin zu erheben. Aber nun ist er entschlossen, seinen Enkel auf den eisernen Thron zu setzen. Obwohl er Viserys nahe genug steht, um zu wissen, dass der König die Thronfolge nicht geändert hat, setzt die Hand des Königs alles daran, das zu bekommen, was er will. Er schmiedet Intrigen mit den Lords der mächtigen Häuser. Er drängt Königin Alicent, ihren Mann zur Vernunft zu bringen. Er versucht, eine Verbindung zwischen Rhaenyra und Aegon II. Herzustellen, um sich abzusichern.
Und mit seinem Rat versucht er Viserys zu beeinflussen, ohne seine Grenzen zu überschreiten. Als ein weißer Hirsch im Königswald gesichtet wird, hetzt Otto die Männer auf ihn und sagt Viserys, dass die Sichtung ein königliches Zeichen sei. Während der gesamten Episode drängen er und seine Getreuen und Königin Alicent auf die Idee, dass es ein Zeichen dafür ist, dass die Götter Aegon II. Begünstigen, wenn sie den König des Waldes fangen und töten. Before the dragons ruled over Westeros, Whiteheart was the symbol of royalty in these lands. Bezeichnenderweise behauptet der gewitzte Otto Hohenturm nie ausdrücklich, dass das Erscheinen des Hirsches bedeutet, dass die Götter den kleinen Aegon anstelle von Rhaenyra regieren lassen wollen. Er deutet dies nur durch Schmeicheleien und Aberglauben an, beides Schwachstellen des Königs. Doch das Tier, das sie verfolgen, entpuppt sich als brauner Hirsch, den Viserys nur mit Mühe aus seinem Elend befreien kann, sodass Ottos Plan nach hinten losgeht. Währenddessen stoßen Rhaenyra und Kristen auf den weißen Hirsch, den sie ohne zu zögern am Leben lässt. Der Krieg um die Trittsteine findet in Feuer und Blut nur auf wenigen Seiten statt und er wird in einer Folge von House of the Dragon begonnen und entschieden. Aber wie im Buch werden seine Auswirkungen mit Sicherheit auf den Rest der Geschichte übergreifen, auch wenn das genaue Ausmaß bedeutend abweichen könnte. Im Buch billigt König Viserys Daemons Privatkrieg, weil er ihn damit beschäftigt und von den eigentlichen Regierungsgeschäften in Königslande fernhält. Laut Martin hatten Daemon und Corlys wenig Schwierigkeiten, eine Armee zusammenzustellen und errangen in den ersten 2 Jahren des Konflikts viele Siege mit Daemons Drachen und Corlys riesiger Schiffsflotte. Daemon besiegt den Krabbenspeiser bei ihrem Zusammentreffen mit Leichtigkeit, indem er ihn mit seinem Schwert der dunklen Schwester enthauptet. In der Show stehen Daemon und Corlys mit dem Rücken zur Wand. Der abtrünnige Prinz ist wütend, als ein Bote mit der Nachricht eintritt, dass der König Verstärkung schickt. Obwohl sie die Hilfe brauchen, will er sie nicht, denn dies sollte eine Demonstration seiner Stärke sein, um seinen Ruf mit dem seines schwachen Bruders zu vergleichen. Eine weitere Änderung gegenüber dem Buch ist die Anwesenheit von Lannor und seinem Drachen Seerauch. Einer der auffälligsten Unterschiede ist jedoch das Auftauchen des Krabbenspeisers, der abgesehen von seiner Vorliebe für Sexsklaverei und Folter durch Krustentiere nicht beschrieben wird. House of the Dragon hat ihm einen schweren Fall von Grauschuppenkrankheit beschert, die er hinter einer zerbrochenen Maske der Söhne der Harpie versteckt, einer Gruppe, die sich Daenerys Herrschaft in Game of Thrones widersetzt hat. Daemon wurde also nicht nur auf Kaution freigelassen, sondern auch dieser entstellenden und oft tödlichen Krankheit ausgesetzt.